Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, zwei Anmerkungen noch dazu. Erste Anmerkung: Ursprünglich war ja nicht nur von der Linken regelrecht gehofft worden, dass die sogenannte NSU eine aktive Abteilung oder zumindest Verbindungen zu meiner Partei gehabt hätten. Das ist zu 100% ausgeräumt, wenngleich Sie versucht haben und bis heute versuchen, hier eine aktive Verbindung weiter aufrechtzuerhalten. Noch ein Wort an den Innenminister. Mein lieber Herr Cafier, Sie verkürzen die Erschütterung in den Sicherheitsapparat der BRD, indem Sie die Erschütterung darauf beschränken, dass leider so viele Menschen ermordet worden sind. Maßgeblich zur Erschütterung in den Glauben an den Sicherheitsapparat der Bundesrepublik Deutschland trägt auch die Tatsache, dass die Sicherheitsbehörden selbst in unglaublichem Ausmaß nachweislich verwickelt sind in diesem ganzen Komplex der NSU, mit Geld, mit unaufgeklärten Verbindungen von Beamten zum NSU, mit Lieferungen von Sprengstoff, TNT, an sogenannte V-Leute in Thüringen. Und ich empfehle Ihnen, sich doch einmal mit dem ehemaligen Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz, dem Herrn Röver, zu unterhalten, der als Beamter Dinge gesagt hat, die mehr Grund für Erschütterung in den Glauben an das Sicherheitssystem der BRD zulassen, als das, was wir heute hier gehört haben. Dankeschön.